Moin, moin, liebe Leute. Ich bin in, ja, Petschuritze, so ungefähr. AADH, am Arsch der Heide. Nein, nein, aber es ist schon ein bisschen weiter raus. Also, mein Gott, was ist ein bisschen weiter raus? Ihr seid hier trotzdem in einer Viertelstunde am Meer, ne? Also, das ist jetzt nicht so weit. Aber ihr habt hier totale Ruhe, ihr habt hier keinerlei Nachbarn. Also, ich zeige euch gleich mal, ich drehe mich ein bisschen und so weiter. Und dann seht ihr, die nächsten Nachbarn sind einigermaßen weit weg. Ihr habt hier also totale Ruhe. Ihr hört bei gewissem Wind manchmal so ein bisschen den Weg nach Albanien, den alten hier oben. Da fahren manchmal so ein paar Leute lang, ne? Die hört ihr dann mal. Ansonsten ist hier so ein bisschen leichter Hang, aber nur leichter. Im Prinzip ist es hier flach, geschützt. Ihr habt einen super tollen Blick auf den Berg. Das ist immer etwas weiter abseits gelegen, ist immer etwas günstiger. Das ist der Vorteil, ne? Genau, 4300 Quadratmeter habt ihr hier zu günstigerem Preis. Mit ein bisschen Büschen und ein paar so halbhohen Bäumen. Also, ist jetzt nicht so richtig hohe Bäume, aber so halb hoch. Aber wild verteilt, nicht nebeneinander. Also die schmeißen so lala wenig Schatten. Genau, wir haben heute, oh Wunder, nur 27 Grad. Juhu! Es ist etwas weniger scheiße heiß. Es hat die letzten zwei Tage, oh Wunder, geregnet im August. Es war dringend notwendig, da wir ja diesen dämlichen Waldbrand hatten. Ja, hat man leider immer mal, ne? Es ist immer wieder tragisch, aber gibt es leider immer mal wieder. Bei totaler Trockenheit und Hitze. Da braucht nur eine Glasscherbe irgendwo schräg liegen, ne? Und dann geidert los. Also, sie haben es in den Griff bekommen und der Rest wurde gelöscht durch den Regen. Das war wieder mal ein Gottesgeschenk, kann man nur so sagen. Direkt nach dem Feuer, zwei Tage Regen. Im August, unwahrscheinlicher geht es gar nicht eigentlich. Umso mehr sieht man, dass es ein Geschenk war. Gott sei Dank. So, 4000 Quadratmeter. Ich filme euch mal so ein bisschen. Ich laufe jetzt hier nicht überall durch, ne? 4000 Quadratmeter ist so einigermaßen groß, ne? So hinten durch die Büsche und so. Kann ich nicht und will ich nicht. Aber vielleicht, und das sage ich auch jedes Mal, ich weiß, und mache es dann nicht, fliege ich nochmal mit der Drohne. Nein, das Problem ist wirklich, dass es aktuell entweder zu heiß ist oder zu windig, so wie jetzt. Ihr seht, so ein leichter Wind, dann werden die Aufnahmen so ein bisschen verwackelt und so dödelig. Habe ich auch keinen Bock drauf, ne? Und ich muss halt immer abtimen, so ein bisschen, wie das gerade passt, zeitlich. Und das tut es eigentlich nicht. Naja, so. Lange Rede, kurzer Sinn. Los geht's. So, ich stehe jetzt mal so mittendrin. So in etwa sieht es immer aus. Ich weiß nicht, ob es im Video rüberkommt. Hier ist so ein leichtes Gefälle. Ne? Wunderschöne Berge. Und das sind halt die halbhohen Bäume, die ich meinte, so mit, ja, einigermaßen. Ne? Genau, das geht halt weiter dahin. Wenn ihr hier, das täuscht immer so ein bisschen. Ich gucke mal, wenn ich hier rumrenne, ob man das schon sieht oder nicht. Ihr habt hier eigentlich mehr Blick tatsächlich, wenn ihr... Ups. Ich hoffe, jetzt kommt hier keine, kein Bär um die Ecke und frisst mich. Wenn ja, wie immer, seid ihr live dabei. So, da hinten seht ihr das Meer. Ich bin im Weitwinkel. Also, ja, wartet. Vorsicht, ich zoome. Da seht ihr das Meer. Ne? Da so. Und aus dem ersten Stock seht ihr noch mehr Meer, weil das da hinten weitergeht. Von daher habt ihr rein theoretisch mehr Blick. Entschuldigt, ich zoome mal wieder raus. So, von daher habt ihr rein theoretisch mehr Blick. Ihr müsst ihn euch nur ein bisschen erschaffen. Hier geht's auf diesen Weg, der hier oben lang geht. Der geht hier oben so lang. Ach, so gegen die Sonne zeigen ist immer gut. Moment. Ich schwenke mal. Ich kann ja auch mal schwenken, ne? Da oben hinter den Büschen, da hinten so, ist der Weg lang. Wo also fast nie jemand lang fährt. Also sehr selten. Und da geht es nach Cugne. Das ist die Abkürzung zwischen Dobrovoda nach Cugne.
Also hinten über Pečurice nach Kunje. Manch einer ist den Weg schon mal gefahren und kennt ihn. Ihr seid also auch über Kunje noch schneller am Meer sozusagen, als wenn ihr hier. Ihr könnt hier auch, hier hinten geht wiederum der Weg, da so um die Ecke geht der Weg entlang nach Pečurice und dann könnt ihr durch Pečurice auch runter ans Meer fahren. Also am Ende seid ihr mit dem Auto in 10 Minuten am Meer. Also wirklich nicht weit. Habt ihr eure totale Ruhe und noch eben keine Nachbarn, was wirklich sehr angenehm ist für Leute, die die Ruhe genießen. So, und einen super schönen Bergblick und wie gesagt ab ersten Stock auch definitiv den Meerblick. So sieht das hier aus, ne? So, ich könnte jetzt hier einmal komplett durchlaufen, aber im Grunde sieht das alles so aus mit so ein bisschen Büschchen und so ein bisschen Steinchen. Ne? Wenn ich oben stehe, sieht man wahrscheinlich noch mal ein Ticken mehr. Da, 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 da. So. Schauen wir mal. So, hier ist die Straße da oben. Na, also hier direkt, da steht mein Auto. Schwenken wir nochmal. Ihr hört die Zirpen. Und erstaunlicherweise sind hier viel weniger Zirpen als bei uns. Ich verstehe das gar nicht. Hier ist Natur pur. Und bei uns zirpen die sich in Wolf. Und hier höre ich jetzt gefühlt 3 Zirpen. Naja, sei es drum. Die fühlen sich wohl zu Hause, wo wir wohnen. Zirpen können ganz schön nervig sein, ehrlich. Wenn man den ganzen Tag dieses hat, kann man schon mal bei durchdrehen. So. Na, toll, toll. Also das sieht alles so aus. Es geht noch ein Ende weiter nach da. Und wie gesagt, auch je mehr ihr hier noch einen Ticken weiter seid, desto mehr habt ihr den Meerblick tatsächlich auch. Und eben für echt im Verhältnis wenig Geld. Also Dobra Voda ist, wenn ihr hier so weiterfahrt, die Straße um die Ecke an dem Berg hier. Da ist auch die Schule in Pečurice übrigens hier oben, die Schule bis zur 9. Klasse für die Kinder. Ist ja also auch nicht weit. Ja, da oben sind die Bergdörfer, das da hinten ist Balkanovic da oben. Naja, also das sind die Bergdörfer und so, ne? Genau. Also, schaut's euch an, kommt vorbei.